Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins mit mir. Ich bin Aneflatu und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge sind wir hier ein bisschen angekommen in dem Lager und haben uns ein bisschen durchgequatscht mit den Leuten, haben einen ganzen Haufen Zeug erfahren und damit machen wir jetzt auch weiter, denn ein paar Leute sind noch da, zum Beispiel der Quartiermeister und da glitzert eine Truhe, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber was hat er uns zu erzählen? Du da, Elf! Wo ist meine Rüstung und warum bist du so lächerlich gekleidet? Hey, Vorsicht. Vorsicht. Dünnes Eis, mein Freund. haltet ihr mich für einen Diener? Vielleicht, weil ich hier bin, um an den grauen Wächter, um ein grauer Wächter zu werden? Nee, das ist ein bisschen... Ja, ich finde das schon... Ihr seid... Oh. Ja, selbstverständlich. Ja, richtige Antwort. Bitte vergebt mir meine Unhöflichkeit. Hier laufen so viele Elfen herum und ich warte auf... Es ist einfach so hektisch. Ich hätte nie gedacht. Bitte vergebt mir meine grauenhaften Manieren. Ich bin nur der Quartiermeister, ein einfacher Mann, niemand Besonderes. Aber du versuchst dich trotzdem über die zu stellen, die vielleicht ein bisschen spitzere Ohren haben als du, Naja. Euch soll ich verziehen, Mensch, für den Moment. Nee, so würden wir nicht antworten. Vielleicht solltet ihr etwas netter zu euren Dienern sein. Macht euch keine Gedanken, welche Art von Ausrüstung habt ihr. Ja, ich glaube, ich würdige das jetzt nicht weiter mit irgendeiner Antwort, die darauf Bezug nimmt, sondern... Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Oh, das ist aber sehr Ich kann nett. Euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich, zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Okay, okay. Wache! zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Lasst mich eure anderen Waren sehen. Oh ja, doch, ich bin schon ganz schön neugierig. Solange ihr es für euch behaltet. Zeigt doch mal. Was ist denn? Aha, Brandbomben, Verletzungsausrüstung, Wundumschlag. Oh, so krass seltsam schaut es jetzt gar nicht aus eigentlich, wenn wir da ehrlich sind. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen gehabt? Hast du eben zum ersten Mal ein Geschäft betreten? Naja, Geschäft betreten, also ich weiß nicht. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Ist das jetzt was Unterschiedliches? Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Ein bisschen anders ist es schon, ja. Was hast du denn so? Schwerter, das können wir ja alles nicht. Es braucht ja 12 Stärke, Streitkolben, das können wir alles nicht nutzen. Armbruststab, das Akrolyten, das Ding haben wir selber. Beziehungsweise wir haben sogar einen besseren. Wie sieht es mit Rüstungen aus? Selbst die Helme brauchen Stärke recht viel. Kettenrüstung, da. Da könnte man ja rein theoretisch sogar den Panzermage bauen, ne? Ich würde das alles mal noch ein bisschen behalten, was wir da haben. Ein Rucksack. Dieser Rucksack verteilt Gewicht gleichmäßig. 57, das haben wir aber nicht. Wie viel haben wir denn? 1. Oha! Das ist ja nichts. Okay. Mamari-Keks. Schwache Verletzungsausrüstung. Ja, das hier wäre auf jeden Fall interessant. Damit können wir mehr tragen. Aber gut. Rückkauf. Okay, schön, schön. Schauen wir mal hier in die Truhe rein. Ja! Fähigkeit unzureichend. Ah. Der Quartiermeister. Besänftigter. Willkommen, junger Mann. Ihr seid ein besänftigter Magier, nicht wahr? Ja, und ihr seid ein Magier des Zirkels. Die Besänftigten, die dort dienen, müssten euch vertraut sein. Ich schaffe und überwache die Verzauberungen der Waffen und Rüstungen der königlichen Truppen hier in Ostagar. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Okay.
Was genau ist eine Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Okay. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Klingt fantastisch. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Oh, okay. Was für Verzauberungsarten gibt es? Es gibt Runen, die die Macht der Elemente enthalten und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Aha. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Okay. Ich sollte gehen. Auf Wiedersehen. Ist noch eine Truhe? Los geht's! Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Okay, okay. Ja, da steht jetzt aber auch nicht irgendwie da, dass die verboten ist oder was, dass das Stehlen wäre. Seltsam. So, wenn wir jetzt da hochgehen. Beitritt zu den grauen Wächtern. Das Lazarett. Könnten wir noch anschauen. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Ihr müsst sie überzeugen. Wir müssen fliehen. Die dunkle Brut kommt. Ja, deswegen sind wir ja da eigentlich. Ich habe gehört, wir hätten sie in der Schlacht in die Flucht geschlagen. Ihr seid eindeutig verrückt. Die grauen Wächter sind hier, versteht ihr? Die grauen Wächter werden sterben. Der König wird sterben. Wir alle sterben. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Was stimmt nicht mit ihm? Abgesehen von seinen Verletzungen wissen wir es nicht genau. Sein Blut ist nicht verdorben, aber er hat schreckliche Angst. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land, sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Okay. Ja, hat die noch was zu sagen vielleicht? Verzeiht, falls der Soldat euch gestört haben sollte. Sein nee, gar nicht. Ist unverändert, seit wir ihn in der Wildnis gefunden haben. Es ist wirklich traurig. Ich kann es nicht spüren. Da war noch mal ganz ein Haufen Ritter und eine Priesterin. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Ihr verteilt euren Segen auch an Elfen, nicht wahr? Ich gebe den Segen des Erbauers nur weiter. Er blickt gnädig auf die herab, die bereit sind, ihn zu empfangen. Zerstört er die Heimat derer, die es nicht sind? Ich diskutiere nicht mit euch über Politik. Nehmt euren Hass und verschwindet. Gottes Willen, das war wohl falsch, was wir gerade gesagt haben. Nehmt euren Hass, aber wir probieren es nochmal, komm. Geht mir aus den Augen, Ungläubiger. Oh, ich muss den Glanz des Erbauers zu dem bringen. Ah, da waren wir wohl ein bisschen zu kritisch. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Okay, okay. Schon gut, schon gut. Also hier ist mir im Lazarettzimmer nicht so gern gesehen, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier los? Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Alter, ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Ihr wurdet nicht verurteilt? Nein. Leute wie mich sperrt man in einen Käfig. Bis irgendjemand, der wichtig genug ist, Zeit findet, über unser Schicksal zu entscheiden. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde und ich bin am Verhungern. Warum sollte ich euch helfen wollen? Erzählt mir zuerst, warum ihr hier drin seid. Ja, das würde ich sagen. Ich bin ein Deserteur.
Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Seid ihr desertiert? Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Wenn ihr unschuldig seid, kümmert es mich. Okay. Wenn ihr nicht desertiert seid, warum seid ihr dann im Lager herumgeschlichen? Oh, ich wäre vermutlich irgendwann desertiert. Nur eben nicht in diesem Moment. Ich wollte mich nicht aus dem Lager schleichen, sondern etwas stehlen. Ich habe einen der Magier betrunken gemacht und seinen Schlüssel gestohlen. Er gehört zu einer Truhe, die sie hier haben, voller magischer Schätze. Ich habe ihn übrigens noch. Tatsächlich. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Wo genau hast du denn den? Kannst du mir das mal verraten? Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Hat man den Schlüssel nicht bei euch gefunden, als ihr verhaftet wurdet? Ich habe ihn verschluckt. Ach so. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt, sozusagen. Ach ja. Das ist widerlich. vergiss das, ich muss gehen. Ihn erschlagen und den Schlüssel nehmen. Verarschst du mich? Eieiei, nee, das ist widerlich. Naja, also, wollt ihr den Schlüssel oder nicht? Auf keinen Fall. Vergesst es, ich muss gehen. Schön, lasst mich hier einfach verrotten. Bäh. Der hungrige Deserteur, okay. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Eieieiei. Wer genau ist dieser Gefangene? Das heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Oder was? Warum wollte er desertieren? Warum desertieren solche Typen wohl? Weil er glaubt, er müsse sterben und weil er ein dreckiger Feigling ist. Darum. Entweder ist es das, oder er hat ein paar Schwachköpfen geglaubt, die behaupten, die dunkle Brut würde einen verschleppen und fressen. Okay. Es sieht aus, als würdet ihr ihnen nur eure Zeit verschwenden, indem ihr den ganzen Tag bewacht. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Naja. Er hat um Essen und Wasser gebeten. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. In dem Lager würde ich schon was finden. Dann würdet ihr eine Mahlzeit verpassen. Dieser Mann könnte schon bald gehängt werden. Ich würde es probieren. Auf geht's. Ja, schon gut. Ich schätze, der arme Kerl könnte eine Mahlzeit vertragen, bevor er gehängt wird. Aber ich verstehe nicht, warum euch das interessiert. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Das ist ein Deal. Erhaltene Gegenstände? Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen, Louis? Ah, das ist ein bisschen... Da weiß man nicht genau, was man da erhalten hat. Hey. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Ja, hier, bitteschön. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Ist schon ein bisschen bäh. Da ist jetzt tatsächlich der Schlüssel zur Truhe der Magier. Ach, da ist dieses unterschriebene Pergament. Schaut an, das haben wir immer noch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo diese Truhe der Magier ist. Die Magier waren ja irgendwo da unten, ne? Truhe, der Hunger. Ah, steht sogar da. Boah, perfekt. Ganz wunderbar. Gibt's hier noch irgendwas?
mit dem haben wir auch noch nicht gequatscht. Der Jordi. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Mhm. Ja, ich bin Nefeltur. Sir Jordi ist mein Name. Hallo, ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Arl Eamon gedient habe. Mir war nicht bewusst, dass sich Elfen den Grauen Wächtern anschließen können. Alle, die im Tal ihr Lager aufgeschlagen haben, sind Menschen. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Eieiei. Vielleicht sollten sie lieber weniger Menschen aufnehmen. Was wollt ihr damit sagen? Da gefallen mir jetzt halt ehrlich gesagt keine der Antworten. Was wollt ihr damit sagen? Nur, dass es Gegenden gibt, in denen Elfen nicht zum Militär zugelassen werden. Ich hoffe, wir haben beide das Glück, bei den Grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Puh. Ihr seid nicht der Allerhellste, oder? Ich wäre nicht hier, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Ah, nee, das ist auch schon wieder. Also da, der Dialog, der ist jetzt nicht so richtig cool da. Na wohl, ich bin neugierig auf das Beitrittsritual. Ich ebenfalls. Hat euch jemand etwas darüber verraten? Nur, dass es gefährlich ist? Nee. Denneth meinte, wir müssen vielleicht in die Wildnis gehen. Ja, warum denn nicht? Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Ah ja, das ist also dann der zweite. Okay, na dann holen wir uns jetzt erstmal unser Zeug aus der Truhe. Ah, schön, wie sie sogar markiert wird, schaut mal. Los geht's. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Ey! Wieso? Ich hab... Willkommen, junger Mann. Was genau seine Verzeihung? Okay, der hat jetzt nochmal Dialoge. Ihr sagtet, ihr wurdet zu einem Besänftigten gemacht. So ist es. Der Zirkel macht diejenigen zu Besänftigten, deren Begabung nicht groß genug ist, um Magier zu werden. Wir verlieren unsere Gefühle, übernehmen aber dennoch eine wichtige Aufgabe innerhalb des Zirkels. Das Mahl ist nur ein geringer Preis. Ich bin zufrieden, als Händler und Handwerker zu dienen, und ich werde nicht gefürchtet wie die Magier. Okay. Ich sollte gehen. Auf Wiedersehen. Ja, und wie mache ich die jetzt auf hier? Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Gucken hier. Du hast den Gefangenen einen Schlüssel abgenommen. Der gehört gewiss zu einer der Truhen, die der Zirkel der Magier in seinen Teil des Königlichen Labers transportiert hat. Du bekommst vermutlich nur an die Kiste heran, wenn die Besänftigten nicht in der Nähe sind. In der Nacht zum Beispiel. Okay, ist klar. Hätte man sich denken können. Nur... Gibt es Tag-Nacht-Wechsel irgendwo? Sieht man da was? Gibt es hier irgendwo die Zeit? Also ich glaube, wir haben jetzt da das komplette Lager uns angeguckt. Jetzt könnten wir nochmal hier rüber gehen. Was ist das hier? Okay. Wir könnten... Ach, Alistair Logan. Ah, Leute, ich glaube, in der letzten Folge habe ich Alistair mit Logan durcheinander gebracht. Ah, verstehe. Okay. Da möchte ich... Doch,
Lass uns mal dann rüber marschieren. Richtig. Oh, da lässt uns bestimmt nicht durch. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Okay. Was ist der Turm von Ishal? Ich glaube, er wurde einst verwendet, um nach den Wilden Ausschau zu halten, die aus dem Wald kamen. Okay. Warum genau ist der Turm gesperrt? Auf Befehl von Taren Logan. Der Turm wird von seinen Männern gesichert. Er soll in der Schlacht eine Rolle spielen. Ach so. Mir wurde gesagt, sie hätten ein paar tiefer gelegene Kammern entdeckt und sie wüssten nicht, wie tief sie genau gehen. Deshalb darf im Moment niemand hinein. Mhm. Okay, tiefe gelegene Kammern. Ich habe nichts derartiges gesehen, als ich dort war. Aber wer weiß. Die Ruine ist ziemlich groß. Sie stammt noch aus der Zeit des Reichs von Tevinter. Sie wurde von Zwergen errichtet. Vermutlich steht sie deshalb noch. Okay, ich sollte gehen. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Jo, na, geht's scheinbar gar nicht so wirklich weiter hier. Vielleicht gibt es da unten noch was Spannendes. Elfenwurzel, jawohl, zweimal. Dreimal eine Truhe auch. Und da drüben. Ah, gut, dass wir nochmal her sind. Sehr schön. Da haben wir noch einen Soldat. Ach komm. Ah, lass mich doch. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja, okay. Da ist noch ein Soldat. Möge der Erbauer euch beschützen. Was beschützen? Mit was denn bitte? Ist noch ein Sack. Da wird ja wohl kaum ein Schloss dran haben. Zwei sogar. Säcke. Der ein Rinderknochen Geschenk. Eine Rinderschulter samt Knochen. Geschenke können einem Händler verkauft oder bestimmten Gruppenmitgliedern überlassen werden, um deren Vertrauen zu stärken. Tatsächlich, ey, was für Begleiter bekommen wir denn, der sich freut über den Rinderknochen? Was kommt auf uns zu, Leute? Ist ja. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. It's magic, it's magic. Mann. Ja. Muss noch mehr Elfenwurzel. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, hier vergeht keine Zeit. Oder wo ist denn die Sonne? Vergeht die? Mal kurz. So, jetzt müssen wir hier positionieren. Und dann schauen wir mal, ob sich da was bewegt. Nicht wirklich, ne? Oh, hier fixen Punkt. Ne, da bewegt sich gar nichts. Ne, da tut sich gar nichts. Hm. Na dann. Könnten wir jetzt nochmal nach einer Audienz fragen? Ich glaube, das war hier bei ihm. Ihr nähert euch dem Zelt von Taren Logan. Ja, wissen wir. Was ist euer Anliegen? Erzählt mir von Taren Logan. Zelt, was macht er? Ja. Ja, er ist in seinem Zelt. Aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ah, jetzt kann man wieder überzeugen. Überreden hier. Ja, aber ich bitte um eine Audienz bei Taren. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Auf jeden Fall haben wir eine Nachricht. Oh.
Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dunkels neuer grauer Wächter, nehme richtig, ich an. Richtig, ja. Ja, bin ich. Ja. Kalens Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Nö. Nein, das wusste ich nicht. Marek respektierte die grauen Wächter. Sie haben einen Ehrenplatz in den Herzen unseres Volkes. Marek hätte allerdings gedacht, dass man mehr als eine Legende braucht, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber das ist eine Diskussion, die ich hier nicht wiederholen werde. Ich habe gehört, ihr kommt vom Zirkel der Magie. Der erste Verzauberer hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Eine beeindruckende Leistung für jemanden, der so jung ist wie ihr. Ja. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Das weiß ich eher so. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch. Ich weiß es nicht. Okay. Aber Mama, ich weiß es nicht. Wenn Kalen seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Okay. Auf mich wirkt er wie ein Narr, Oberja. Ihr scheint ihn nicht besonders zu mögen. Er ist Mareks Sohn und der Herrscher über mein geliebtes Ferelden. Und er ist noch jung. Ich bemühe mich, das nicht zu vergessen. Und das solltet ihr ebenfalls tun. Und außerdem haben wir doch auch irgendwo gehört, dass deine Tochter die Königin ist. Oder? Da war doch was. Oder nicht? Täusche ich mich? Geschenke. Du hast ein Geschenk gefunden. Du kannst es deinem Gruppenmitglied geben, indem du das Inventar öffnest und entsprechende Begleiter wechselst, dann mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand klickst und im Kreismenü Geschenke auswählst. Ah ja. Jedes Gruppenmitglied bevorzugt eine bestimmte Art von Geschenken. Ja, ja, genau, das mit dem Rinderknochen, du. Wer kriegt den bitte? Ah, ich. Ich habe eine Vermutung. Wer den kriegt. Ah, sehr schön. Und einige Geschenke sind für spezielle Charaktere so kostbar, dass sie den anderen ablehnen werden. Okay. Weigern, über sich selbst zu sprechen, wenn ihr unterwegs seid, ist dein Lager der perfekte Ort, um ihnen Geschenke zu machen, okay? Ja gut, Leute, jetzt haben wir 26. Können wir noch irgendwas machen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn wir jetzt da oben anfangen, mit dem zu reden, dann dauert das bestimmt wieder ewig. Aber nun gut. Los geht's, Leute. Wir holen uns mal Informationen. Vielleicht dauert die Folge dann einfach ein bisschen länger, ne? Also das... Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Was geht ab? Ich wollte da was... Hilfe. Was zum... Was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Na dann, wollen wir mal hoch und gucken, was uns hier Alistair... Ah, Leute, da ist noch was. Guck mal. Gehen wir trotzdem noch ein bisschen. Das war auch zu, ne? Mann, Fähigkeiten unzureichend. Warum denn? Hallo, das sind die Diener hier. Kriegsrat. Na gut. Das ist noch eine Truhe. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen.
Das Übellaunige. Genug. Okay. Ich rede mit der Frau, wenn es sein muss. Geht mir aus dem Weg. Eieieiei. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Ach so. Ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. Es ist furchtbar, so etwas zu sagen. Wie bitte? Ach, nichts. Ich versuche nur, die Vorteile von all dem zu finden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Na, ich glaubst du, dass ich den Lappen hier umsonst trage oder so zum Spaß? Wir kennen uns noch nicht. Ihr müsst Alistair sein. Ich bin tatsächlich ein Magier. Und ich dachte, mich hätte inzwischen jeder Magier im Lager schon mal angeschrien. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neuer Rekrut vom Zirkel der Magie. Der Kandidat erhält 100 Punkte. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Und ihr müsst Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Okay. Sehr erfreut, mein Name ist Neftadur. Kann ich mich nicht alleine vorbereiten? Sehr schön, ey. Nee, sehr erfreut, mein Name ist Neftadur. Richtig, das war der Name. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Ständig, du. Nein, bisher nicht. Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Monströs tatsächlich. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Der Streit gerade eben, worum ging es da? Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Oh, okay. Das ist in der Tat unangenehm. Ihr habt Magier gejagt. Ja. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Was ist mit den anderen Rekruten? Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ja. Ja, beide. Das erleichtert die Sache. Sie müssten jetzt bereits zurück bei Duncan sein. Okay. Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Ah, oh, das weiß ich noch nicht, aber gehen wir. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Okay. Tutorial, Gruppenmitglieder und Taktiken. Gruppenmitglieder und Taktiken. Wenn du deine Gruppenmitglieder nicht selbst steuerst, agieren sie entsprechend der von dir festgelegten Taktiken. Wähle Alistair aus, indem du mit der linken Maustaste auf ihn oder sein Porträt klickst. Okay, Mama, zack, bumm. Tutorial Mitglieder Taktiken. Okay, öffne nun das Taktikbildschirm, den Taktikbildschirm, indem du auf das hervorgehobene Symbol klickst. Oder, oh Gott, das ist aber weit. Oha. Mit Hilfe der an bestimmten Bedingungen geknüpften Taktikfelder kannst du für jeden Charakter ein individuelles Verhalten festlegen oder einfach vorgegebene Taktiken auswählen. Ändere Alistairs Taktikvorgabe auf Verteidiger. Okay, Alistair, Vorgabe. Das ist Alistair. Eigen, Verteidiger. Zack. Aha, okay. Spannend. Voreinstellung, Verteidiger, aber das sind dann. Ach, und da kannst du nochmal. Aha. Bogenschütze, Schläger. Zielbedingung. Bogenschütze.
Aha, okay, du kannst dann da... Eieiei, da kann man aber einstellen. Verteidiger selbst mit Fernkampf, aber der zahlt es nicht aus, als ob das der Fernkampftyp ist, ne? Na gut. Was ist jetzt? Okay, Leute, aber jetzt sind wir am Ende dieser Folge und... Oh, wir können ihn sogar... Schaut euch das mal an. Wir können den sogar richtig dick steuern. Voll der Banzer. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Wieder viele Informationen. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen mehr krachen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über den Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch kein Abo meines Kanals habt, würde ich mich natürlich auch da sehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließt. Und... Also abonniert und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Und ich sag mal bis dann, euer Neftatur.